Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Was würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fists Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Tut mir leid. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Hey Howard, hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem, das mache ich bei allen anderen auch. Da. Oh, weg ist sie! Heim, Süße. Heldenverehrung für heute. Bis dann, Spidey. Ich dachte, du wärst der... Ha, eine Taube. Bleib hier, ich tu dir nichts. Geschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr.
Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsbombe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während Spider-Man medienwirksam einen Laster verfolgte, entkam ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er die niemals zugelassen. Doch diese Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen einfach egal. Hat jetzt jemand das Gefühl, in Gefahr zu sein? Okay. Neues Profilbild. Spider-Man. Es füllt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Eine Taube von Howard. Komm schon! Taube im Visier. Komm schon! Die ist schnell! Hab dich! Eine Taube. Und die Jagd beginnt. Bring dich heim, Süße. Mal wieder wollte ein uniformierter Spider-Fanboy mich trollen, wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Ich sag Ihnen mal, warum diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Spider-Man erschafft die Probleme, die er dann löst. Und dann sollen Sie ihn dafür bewundern. Und das Traurige ist, dass das viele auch tun. Zum Glück wissen Sie es besser. Dank mir. Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man.
Okay. An alle Einheiten, gerade wurde eine Körperverletzung gemeldet. Haben eine Meldung aus der Nähe von Gracie Mansion. Over. Okay. Taubenalarm. Sie fliegt weg. Hey, langsam! Oh, könnte ich nur taubisch. Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smog raus. Alle Einheiten, 10:30, gepanzertes Fahrzeug, maskierte Verdächtige. Officer Murray Hill, auf weitere Befehle warten. Taube im Visier. Komm schon! Die ist schnell! Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Naja, Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du? Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man.